das gruselig hier. Ja, eine neue Version, Quatsch, ja, auch eine neue Version von Odyssey im Auftrag des Königs, sowie eine neue Folge. Jep, dann Dolo und ich haben hier in dieser Sarkophagenkammer mal alles geöffnet. Und jetzt gehen wir runter. Also da gab es ja noch so einen Nebenraum. Der war hier. Und zwar hier nicht, sondern hier. Genau. Ja, ich bedanke mich für eure Kommentare. Ich grüße euch. Und jetzt schauen wir, was uns hier widerfahren wird. Dann Dolo und mir. Uiuiuiui. Also auch lustig, die Konstruktion hier. Mauer, Balken, hohe Decken. Ui, 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 hier geht's irgendwo noch mehr runter oder was? Oder wieder. Okidoki. Oh, oh. Irgendwer hat doch hier wieder ein Messerchen gezogen. So, mal eben abgespeichert. Es regnet hier drin. Oder ist hier oben offen? Nee. Was ist denn hier los? Da liegt ja Zeug. Ganz viel Zeug. Trank der Geschwindigkeit. Oh, oh schön. Lederbeute mit 10 Goldbrocken. Aha. Sowas gibt's auch. Heiliges Licht. Böses Vertreiben. Elixier der Heilung. Große Wandheilung. Nee, Wundheilung. Wandheilung. Böses Vernichten. Großer Feuersturm. Und Trank der Geschwindigkeit. Wieso denn nicht mal ein Permatrank hier in diesen Katakomben mal verstecken? Das wäre schön gewesen. Aber was soll's. Ach so, ja, das ist da oben. Mhm, da konnten wir ja mal runter gucken. Also, jetzt gibt's hier noch so zwei Seitenportale. Was heißt Portale? Ich sag immer Portal. Wieso? Jetzt haben wir da wieder jemanden. Ach, so ist das. Schon aber wieder so ein Mistvieh. Genau, dann Dolo. Hau den mal zu Klötze. Und nochmal einen, der da zu Klötze gehaut worden ist. Und zwar zu Knochenklötzen. Knochenklötze, ja, alles klar. Vielleicht sollte ich mal auch mal den rostigen Zweihänder und den dann runterführen, wenn es schon hier ist. Skelett gibt's. Ach, gibt's nur ein blödes Skelett. Und das andere Skelett wird nicht mehr angezeigt. Okay, steckt in der Mauer, nicht schlimm. Da gehen halt die 3 Trilliarden Pfeile nicht mehr mit. Quatsch, nein. Was weiß ich, was das Skelett noch alles hat. So wie ich das hier sehe, gibt es auch wieder sehr lustige Graf Dracula-Särge. Falsche Seite war mir klar. Mal gucken. Einfach mal gucken, was gibt's hier. Gucken wir. Oh, ein Silberkelch und ein Silberteller. Auch gut. So. Gucken, ob die auch so gewoppt sind. Der Richtung. Nicht der Dolor-Quark. Ja. 55 Jolt. Das ist gut. Das ist eine reine Schiebung hier. Immer hier den Deckel aufschieben. Na, jetzt bleibt er da hinten wieder hängen. Na, ist auch nicht schlimm. 3 was? Mana-Extrakte. Und eine Truhe, die wir knacken müssten, aber vorher will ich abspeichern. Ja, da wollen wir mal gucken. Ach, der Dandolo hat sich wieder. Ja, immer wenn ich abspeichere, neu lade, oh Mist. Aha. Ah, schon zu Ende? Okay. Ich dachte, das wäre eine längere Combination. Ich muss mal eben meinen Monitor hier ein bisschen lauter machen, sonst höre ich nichts. Nein, das war jetzt mal Mischpult. Und noch ein Seich mit der falschen Seite. Guck, was haben wir denn hier? Ein goldener Ring, goldener Kelch. Das sind doch richtige Wertgegenstände, die hier in den mittelalterlichen Schließfächern eingesteckt worden sind. 35, weil wir haben 10.721. Ja, ja. Dann wird das auf dieser Seite sein. Und 33 auch, sag ich schön. Ja, braucht man eigentlich eine spezielle Kraft um diese Särge? Na, du bleibst da hängen, das ist klar. Jetzt werden wir hier nochmal rangehen und gucken, ob das die Seite ist. Die falsche Seite. Und hab ich jetzt schon. Da hab ich schon mal. Oh. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Dann holen wir ihn hier aus der verzwickten Lage mal raus, indem ich abspeichere und wieder neu lade. Jawohl. Dann wird er nämlich nach oben gefluppt. Dann steht er auf dem Sarg und kommt dann zu mir.
So, dann die andere Seite bitte. Die wird bestimmt auch noch voller, dürrer Skelette sein. Nee, nicht? Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Schade, ich habe mich so gefreut. Gucken. Oh, mal die richtige Seite gefunden. Ein Lederbeutel. Und was? Hm? Okay. Was verbirgt sich hier in diesem Sarg? Silberner Ring und Silberteller. Und noch eine Schiebung. Ei! Böses Vertreiben und große Wundheilung. Hm. Da haben wir jetzt jede Menge Sprüche. Ja. Der aufmerksame Zuseher, vor allem der nicht so aufmerksame Spieler, hat jetzt erst im letzten Moment entdeckt, dass es hier eine Tür gibt. Ich speichere mal. Schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür hier verbirgt. Oh, da hinten funkelt es wieder schön. Ein Besen, ja. Mach mal sauber hier. Hier riecht's. Dreckig. Oh. Moment. Der ist ja lustig. Die Tür versperrt hier den anderen Durchgang. Das heißt also, die Tür werden wir mal zumachen, damit wir hier durchkommen. Aha. Clever gemacht. Habe ich nicht irgendwie irgendwas vergessen gehabt? Nee, jetzt alles gut. Ich dachte, hier wäre noch ein Durchgang. Nee. Ah, Kontrolle ist gut. Was ist das? Das ist bunt. Und alles, was bunt ist, ist unheimlich. Hier in Gothic. Oh. Skelettingers. Und ein Zombinger. Ein Zombinger. Und tschüss, Zombie. Okay. Zombies sind nicht lootbar, aber vielleicht eventuell hat hier das Skelett nur einen blöden, schnöden Knochen. Gibt's hier noch eine Ecke? Nein? Also, ach so. Oh, cool. Ja, dank des Renderers sieht das so bunt aus. Also, das heißt, hier haben wir sehr viele schöne Kirchenfenster drin. Ich speichere nochmal lieber ab. Oh, jetzt kommt was bestimmt fürs Auge. Dann muss das doch hier draußen sein, irgendwie. Alter, was ist das für eine Riesenhalle? Was ist denn das für eine Halle hier? Wo ist das Konzert? Kein Zuschauer da? Keiner gekommen? Oh, hä? Schön sieht das aus. Oh, Mensch. Da sind noch ein paar Artefakte des Renderers dabei. Was leuchtet denn da hinten so lustig rum? Oh. Schon wieder so ein Mistvieh. Oha. Nicht du. Okay. Gucken wir mal. Ah, der hat zum Beispiel ein paar Sachen. Ja, der Zombie hat Kurs auf mich genommen. Dann nehme ich mal Kurs auf Dandolo. Oder er nimmt selber Kurs auf den Zombie. Okay. Jetzt gehen wir erstmal hier rechts rum. Ja, schrei nicht so. Also mein Gott, wo sind wir hier? Alter Bogen, dann bist du hier auch jemand mit vielen Pfeilen. Ich finde diese Sounds so toll von diesen Zombies. Dandolo ist ja cool. Schon wieder so ein Mistvieh. Hallo. Da hinten stehen auch noch welche. Oh. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, du hast ja eine gute Reichweite. Ach, der. Oh, ah, ja, das ist natürlich nicht so toll. Oh, dafür haben wir deinen Bogen, ne? Du Mistkerl. Genau, du Mistkerl.
Okay, du bist mit dem beschäftigt, ich bin jetzt mit diesem hier beschäftigt, mit dem Skelett. Leg dich nie wieder mit mir an. Leg dich nie wieder mit mir an. Ja, dann Dolo, das ist eine schöne Katakombe hier. Ah, ja. Da braucht man ja gar keine Pfeile mehr herstellen, finde ich. Da hätte ich ja so viel. Was sind das eigentlich hier für Leute? Aha. Wo willst du denn? Schon Zombie so an Knochen nagen oder was? Okay. Hammer, Hammer, Hammer. Ich speichere mal ab. Da hinten ist noch eine Statue. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh, yes. Da hat mich wieder ein Zahnstocher getroffen. Und da hinten noch ein Bogner. Erstmal hier mal schön Haken schlagen hier. Okay. Gut. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh, wo, wo? Da drüber oder was? Oh, ich sollte mal was essen. Erstmal Schutz suchen. Was essen oder was trinken? Zack. Weil ich will ja hier die schöne Halle hier nicht irgendwie voll bluten. Blitzschütze, jawoll. So, dann Dolo, jetzt bist du wahrscheinlich hier. Oh, wolltest du eine Runde beten oder was? Hm? Alles klar. Jesus Christ. Hier ist bestimmt noch ein rostiger Zweihänder. Oh, Dandolo! Guck mal, hinter dir. Ja, okay. Ich wollte noch diesen alten Bogen haben. So, dann werden wir mal hier reines Mana nehmen. Elixier des Lebens. Ein Mana-Extrakt. Oh, hier gibt es einen Orangentrank. Was ist denn das? Reine dem Elixier der Stärke, liebe Leute. Sehr schön. Und dann werde ich mal eine Runde beten. Ich habe unheimlich viel jetzt was bekommen. Ich will beten und spende 100 Goldstücke und bekomme dafür Mana plus 1. Dann schauen wir doch mal in unserem Getränkeinventar. Heute in der Bar ein Elixier der Stärke mit Stärkebonus 3. Busch, kabusch. Sonst noch was Lustiges? Elixier des Geistes. Bonus für maximales Mana. Oh. Stärke plus 3, Mana plus 5. Wie cool ist das? Was haben wir denn hier? Elixier des Lebens, Bonus für maximale Lebensenergie. Schluck. Plus 20. Ja, wie cool. Oder habe ich jetzt irgendwie alles weggesoffen? Nein. Nein, ich muss ja erstmal gucken, ob das überhaupt was gebracht hat. Also, manchmal bin ich echt schwer von Kappes. Dann gucken wir uns das mal an. Wir haben 73 Stärke. Wir haben Geschick 81. Wir haben Mana 85. Magiewissen 122, Lernpunkte 45 und jetzt eben abgespeichert. Ach ja, da sind ja noch mehr solche Peoples, die hier mal so... Ach, hier gibt's noch schon was. Wieder so ein Mistvieh. Ja, geh mal hin. Oh. Okay, dann werde ich mich mal mit dem... Na, wie heißt der denn? Schon wieder so ein Mistvieh. Paladin-Zombie beschäftigen. Oh, das ist nicht so gut. Immer ein bisschen außer Reichweite. Sonst werden mir hier die Pfeile noch schädlich. Ah, ich richte nichts mit dem. Ja, okay, komm mal mir zur Hilfe, Dandolo. Ich richte mit dem Zahnstocher so nicht so viel aus, wie ja gemeinhin üblich ist. So, noch einen alten Bogen zu holen. Perfekt. Hier ist nix. Aber hier, alten Bogen. Skelettschütz. Ich brauche keine Pfeile mehr. Ich bräuchte die dann noch irgendwie zu vergiften, verfeuern oder anders zu modifizieren. Ah, noch mehr. Boah. Nicht pralle. Erstmal was schnabulieren. So, guck mal da hinten. Dandolo, da kommt auch einer. Quasimodo Risiko, was? Kommt er jetzt auf ihn zu oder kommt er auf mich zu? Das ist die große Frage. Ne, er kommt auf ihn zu.
Okay. Dann werde ich doch mal hier lustig. Ah! Mache ich das? Weil ich blöd bin? Warte. Okay. Ja, ja, ja. Gucken wir mal eben, was sich hier so befindet. Da ist einer, der ganz gut laufen kann. Schon wieder so ein Mistvieh. Wer ist er denn? Ach, Mann. Wer ist das? Das ist doch dieser obergeistliche Paladin. Guck mal dann, Dolo, da kommt einer auf mich zu. Schattenlord des... Wer, Drakan? Nein, kann nicht sein. Oh. Oh, Dandolo. Oh, ich weiß jetzt nicht. Gucken wir mal, indem wir schon wieder so ein Mistvieh. Ich wusste, ich wollte zuhauen. Jetzt stand mir auch noch dieser. Ah. So, jetzt habe ich nochmal eingeschaltet an der Stelle, wo ich da bei diesem. Den Namen konnte ich nicht erkennen. Oh, Skelettschützchen, alles klar. So, und da war doch hier auf der Plattform war doch noch ein Heinz. Gucken wir mal weiter rum, bevor wir hier... Oh, oho. What is this? This is a Gitter. Das ist ein Gitter. Nicht Gitter, sondern ein Gitter. Okay, auf der anderen Seite ist nichts. Ja, dann speichere ich mal an der Stelle. Dann wollen wir mal gucken, ob der Heinz da oben steht. Ich sollte mal gucken, ob ich... Schattenlord Drakon. Ach, Drakon. Mhm. Drakon. Drakonia. Wo bist du? Oh! Ach, so ist das. Der wird ja noch umflankiert von Zombioten. Zombioten hier. Okay, ich mach mal Folgendes. Das Lustige ist, dass wenn ich jetzt einen Zombie antickere hier, zack. Nee, tut nicht. Ich dachte, würde dann der Dandolo drauf reagieren. Ja, mach den mal hin. Gut, danke dir. Gibt's denn noch mehr? Da gibt's bestimmt noch mehr. Ah ja, okay. Wow, da liegt eine Riesenschatulle. Steht, liegt. Gucken. Kann ich den treffen von hier aus? Nein. Oh, Musik. Dramatisch. Da ist ja dieser Schattenknallkopf da. Oh, Dandolo. Ja, der muss ihn in der Sichtweite haben, sonst wird das nichts hier. Oh, ein Zombie auch noch gleich. Oh, Mann. Jetzt habe ich sie beide wieder. Oh, der hat mich auch noch genervt. Jetzt guck doch mal hier, was hier ist. Ich glaube, ich muss das sternförmiger angehen. Also erstmal hier so entlang gehen. Weil der Drakon ja wohl mehr so oder weniger so in der Mitte steht. So, scouten. Na, da ist nämlich der Schattenlord. Der steht bei seiner Schatulle da. So, Zombiotis. Na, Zombie, ganz einfach. Schon wieder so ein Mist. Ah, es klappt doch. Okay. Ah, Mann. Also, das muss ich mir mal merken. Wieso komme ich da wieder nicht drauf? Dass ich das mal merke, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bogen, nicht mit dem Schwert, sondern mit meinem Bogen, dem Dandolo sozusagen Fingerzeig gebe. Du, pass mal auf, da hinten steht ein People. Da steht auch noch einer auf. Machen wir mal. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh, ganz einfach. Das ist wie so eine Markierung. Jetzt ist aber auch noch dieser Drakosch da. Vielleicht sollte ich den Drakosch einmal ansprechen. Aha, okay, mal gucken. Oh, war ja. Oh, der geht aber gut unter. Dandolo, du hast ja echt Megakräfte. Was für ein scharfiges Paladinschwert? So. Was war das? Gesegneter Paladin-Ding. Das war der orgisches Kriegsschwert. Paladin Inquisitor. Cedric Paladin. Cedric? Aha. Es lohnt sich nicht, diese Waffe zu orgisch. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Streitkörper. Ja, das wird wohl jetzt.
ja gewesen sein, der Heinz speichern. Also das Schwert. So, wo ist denn jetzt hier dieser Schattenlord Drakon? Oh, Elixier der Heilung, Mana-Elixier, ein Knochen und Schlüssel zu Drakons Sarg. Okay. Dann ist das nicht... Dann ist das wohl seine Sargschatulle da. Nee, das ist viel zu klein. Mal gucken, gibt's hier noch was auf dem Plateau? Ja, Tatsache. So, dann... Ach, der liegt da noch so faul rum. Schon wieder so ein Mistvieh. So. Das ist eine Truhe, ist das. Mach hin, Dandolo, danke. So, das ist Lord Drakons Truhe, aber nicht der Sarg. Doch, hä? Da ist nichts drin. Quest die Gruft der Paladin. Du kommst zu spät. Der Seelenstein ist schon längst an einem anderen Ort. Cyan, du hier? Wie du siehst, ich war schneller als du. Schon bald wird mit Hilfe des Seelensteins die Kraft meines Meisters ins Ungeheure wachsen. Und seine Scharen werden im Namen Belias die Welt unterwerfen. Wo ist der Seelenstein? Weit weg von hier. Mein Bote bringt ihn bereits zu meinen Brüdern nach Varant. Trotzdem, ich werde eure Pläne schon noch vereiteln. Dazu dürfte es zu spät sein. Diesmal sollst du mir nicht entkommen wie auf Adarmos. Ich bin nicht allein. Die Diener meines Herrn haben schon die Gruft besetzt. Du kannst ihnen nicht entkommen. Das ist dein Ende. Stirb, Spion! Nein! Wollt ihr wohl damit aufhören? Alter, was ist denn jetzt passiert? Hier wird nicht gekämpft. Lass dir das eine Lehre sein. Was ist denn jetzt passiert? Knochenkrieger? Gibt's da was? Ja, ein bisschen gibt's da was. Da ja, ist okay, das zu holen. Jetzt, aber ich hab noch was Weißes hier gesehen. Dämonenaxt, okay. Jetzt erst mal gucken. Wo ist denn jetzt hier Heinz? Hä? Oder ist Sion jetzt verschwunden? Das habe ich jetzt nicht so sehen können. Kann mir das einer verraten? Speichern. Ach, und wieder so herrlich dunkel. Also da ist auch noch einer. Was ist das für ein Heinz? Ein Knochenkrieger. Gut. Nee, das ist ein Zombie. Aber Zion hat doch gerade eben mit Feuer geschmissen. Ach, da liegt eine! Mal gucken, was hat er denn? Zauberstab, Essenz der Heilung, 40 Gold und ein Bergkristall. Also hat das wieder mal der gute Dandolo für uns gemacht. Schon wieder so ein Mistvieh. Achso, hast du ihn schon? Okay. Knochenkriegerchen, kaputt. Kaputt. Ach, die Knochenkrieger haben sozusagen die Dämonenäxte. Ja, irgendwie ist das doch ein bisschen dunkel hier, ne? Mhm. Ja, ich mach mal Licht. So. Mal ein bisschen Licht hier ins Dunkel bringen. Schwuppdiwupp, schön. Vielleicht gibt's ja irgendwie noch versteckte Geschichten. Ich fange mal in der Mitte an. Da oben. Ah, sieht man nichts. Jetzt. Dann gehen wir mal hier gucken, in den Erkern, in den Winkeln. Was hier wird hier? Nee, hier kommen wir wieder zurück, oder was, oder wie? Ja, kommen wir wohl wieder. Ja, stimmt. Boah, geil. Und konstruiert da, diese gotischen Bögen. Sodele, das ist ja alles so verwinkelt. Das sieht aus, als würde sich hier noch irgendein Eingang verstecken. Ich habe ja eben ein Gitter gesehen. Irgendwo muss doch da was sein. Ja, da war das Gitter, richtig? Also hier irgendwie an den Säulen habe ich so die Vermutung. Nee. Wow. Das hole ich hier. Ne. Hab ich schlecht vermutet. Moment mal, oder hier. Bei dem Elia-Schwein. Soll es auch nicht sein. Am Pfeil. Ach, Leute. Das ist echt eine geile Konstruktion hier. Mal wieder Kompliment an die Macher. Ich wusste es also doch. Hier geht's mal runter.
Und was haben wir hier? Ein bisschen reines Mana, Elixier des Geistes. Ja, und du bist der Sarg von Nicht. Okay. Bin ich mal gespannt, ob dieser Dings hier... Nee, hat er nicht. So, welcher Sarg ist denn das jetzt? Ist das schon der Sarg von Drakon? Nee, sieht nicht so aus. Was noch dahinter? Nein. Mhm. Okay. Und das war jetzt das. Gibt es noch mehr von diesen Eingängen, frage ich mich. Da werde ich jetzt nochmal suchen müssen. Bis ich zu diesem Sarg komme. Bis dahin mache ich mal einen kleinen Sprung. Und siehe da, hier ist noch eine Öffnung. Ui. Man kann hier, ach, man kann was schreiben. Hier ist ein Schreibpult. Spruchrollen schreiben, zweiter Magiekreis, okay. Magiekreis, sorry. Feuerball, ja, mehr kann ich nicht. Gut, das ist... Naja, da kann ich auch das Papier anzünden und hinwerfen. Buchgrummode, was kann man hier lernen? Lesen. Verstehe. Er hat's verstanden. Wundert mich. So, jetzt geht das dann plötzlich wieder hier hoch. Und jetzt lass mich raten. Es geht hoch. Kommst du noch nach? Gut. Warum geht das jetzt plötzlich so hoch? Wo soll es denn jetzt enden? Ich glaube, ich speichere mal. Aha. Mhm. Wer ist er denn? Zombie. Steht in der Ecke. Und greift meinen Dandolo nicht an, sondern mich. Schon wieder so ein Mist. Ja, oder so. Kurz. Das ist aber eine kleine Zelle hier. Buchkommode, da kann man bestimmt wieder was lesen. Lesen. Verstehe. Jawohl, alles klar. Und ein Trüchen. Ah, zum Knacken mal wieder. Das ist lang. Jawohl. 150 Gold? So wenig? Glaub's ja nicht. Ach, mein Licht ist auch noch ausgegangen. Tja, Dandolo, lies mal was. Ja, wir haben den Sarg noch nicht gefunden. Also diesen sargenden Sarg. Gucken. Hehe. Ich suche mal weiter und springe dann da mal hin, wenn ich den Sarg gefunden haben sollte. Ja, dann gucken wir mal erstmal ins Logbuch. Ich habe das nämlich vergessen und unten drin steht, ich habe Zion in der Gruft der verfluchten Paladine getroffen. Ich Idiot, ich hätte mir doch denken können, dass es sich um diese Gruft handelt, wo Zion hin wollte und wofür Erkaios Schutzzauberbuch auf Adamos entwendet hat. Der Seelenstein ist also das Artefakt, hinter dem er war. Aha, leider aber wusste er von seinen Dienern bereits. Nee, leider aber wurde es von seinen Dienern bereits aber herangebracht. Ich muss sofort nach Sean. Nach Sean muss ich sofort jetzt. Oh weia. Mhm. Dann gucken wir mal weiter. Dann werde ich doch nochmal. Ja, was ist mit Dandolo? Ich muss mich da bitte ordentlich anziehen. Haha, nicht vergessen. Warte auf mich. Warte auf mich. Gut. Und zwar an der Sternwarte. Warte auf mich in der... Ja, okay, das haben wir jetzt gemacht. Dann flupp ich mich zur Sternwarte hin. Hätte ich auch hier alles. 14 Sternwarte, da ist es. Ab geht's. So, und für diejenigen, die mir ganz gerne einen Kommentar schreiben wollen, ob ich da unten was vergessen haben sollte in der Gruft der Paladine,
dann schreibt mir bitte einen Kommentar. Bevor ich zu Sie angehe, verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr hattet Erleuchtung, so wie der Roland hier. Und gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und herzliche Grüße an euch. Tschüss.